So, willkommen zurück zu Part Nummer 4 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Letzte Folge hat unser Airboat ein kleines MG dran bekommen und wir haben unsere ersten Helis damit gesprengt. Und wir sind schon zweimal gestorben, weil wir nicht aufgepasst haben. Und wir versuchen weiterhin nach Lambda Stützpunkten Ausschau zu halten, um eventuell dann am Ende das Achievement zu haben. Mal schauen. Vielleicht gelingt uns das ja. Habe gedacht, ich hätte da gerade was gesehen. Ja, dann wohl nicht. Na gut. Weiter. Überall gestrandete Schiffe. Mit Hells daneben, das ist ja. Oder zumindest Energie. Sehr schön. Hier hinten liegt auch noch Energie rum. Ziemlich oft Energie rum. Das ist ja interessant. So, ein feindlicher Heli, der wieder aufs Maul möchte. Kann er kriegen. Ein paar mehr Bomben ab. So, Heli, wo bist du? Stirb. Ein bisschen brennen tut er schon. Ah, komm. Ja. Weg mit dir. Was? Kannst du mal abstürzen? Oh oh. Wie viel willst du noch aushalten, Heli? Fliegst du schon gegen Berge und stirbst nicht dran? Was ist denn hier los? Das ist ja nicht die Möglichkeit. Ja. Und Achievement gab es dafür auch, okay. So, wollen wir mal gucken, wo geht's weiter? Ah, da können wir hoch. Können wir das Tor sicherlich aufmachen. Einen hoch. Dupdi-dupdi-du. So. Jetzt können wir hier gemütlich durchfahren. Da ist nichts mehr. Fahren wir da mal hoch, wa? Ja.
Aber an eine Sache kann ich mich noch erinnern. An den da. Guten Tag, der Herr. Weg ist er wieder. Dass er hier stand, daran konnte ich mich noch erinnern. Mal gucken, ob wir ihn nochmal wiedersehen werden. Ich glaube ja, dass wir ihn schon ziemlich oft übersehen haben. Aber ich weiß es auch nicht sicher. Ich meine, dass ich den beim letzten Playthrough öfter gesehen habe. Ja, heilen wir uns erstmal aus, hoch, rüsten uns aus. Hier sind wir ja gut gelandet. So. Alles voll. Sonst gibt es hier scheinbar nichts. Wobei ich mich jetzt auch nicht beschweren möchte. Ich glaube, wir müssen darüber und die Tore da hinten aufmachen. Dahin, wo gerade der G-Man war. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, der ist da jetzt nicht mehr. Sehr mysteriöser Typ. Ist auf. Dann mal wieder zurück zum Boot. Vögel. Ja, einmal draußen rumlaufen. Wir haben auf der anderen Seite geparkt. Gibt es hier sonst noch irgendwo was Tolles? Nee, ne? Würde mich eigentlich wundern. Normale Kisten. Ich kann ja noch einmal drum rumfahren, nicht, dass wir was übersehen. Aber ich glaube nicht, dass wir da was finden werden. Ist auch zu. Ja, gut. Dann fahren wir wieder rum. Loading. Welch ein schöner Sprung. Wobei dieses Airboat auch sehr interessante Flugeigenschaften hat. Black Mesa East. Ja, aha. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wir sehen schon ein Lambda-Symbol. Ach, wir kriegen das Ding schon, bevor wir reingehen. Macht nichts, wir gehen trotzdem auch rein. Mal gucken. Ja, hier sind wir wohl richtig. Ist hier schon Ende und wir müssen hier weiter, oder? Wo ist denn jetzt das Supply? Ich glaube, wir müssen da wirklich rein, aber... Aber mein Boot. Ich möchte mein Boot doch nicht hier stehen lassen. Na gut. Wir haben wohl keine andere Wahl. Zumindest nicht, wenn wir weiter vorankommen möchten. We've got something. Ja. Okay, it's human. Hello? Take it easy in there. Ah. You're safe now. Nee, da sind wir. You'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah, there we go. You can come through now. Wunderbar. Ich war also auch schon vor meinem Unfall eine Koryphäe. Okay.
We could certainly use the extra help around here. We've covered a lot of ground the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. Dass man die Waffen nicht komplett weglegen kann, kein Holster-Status. Something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Calabi-Yau model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Ja, sind wir denen scheinbar voraus. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Das hat in der Mitte flackert leicht, wenn man über Leute zielt. Interessant. Oder allgemein über Models? Ja. Effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. Oh, here's Eli now. All right, good. You keep right up. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now, let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the Resonance Cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work, and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. 7-Hour-War. Feel free to look around. Das ist ein sehr kurzer Krieg gewesen. Feel free to look around. Alles klar. GLaDOS, bist du das? Sieht aus wie eine Kartoffel. Etwas. You remember my wife, Ozzian, don't you? That picture and Alex were all I managed to carry out of Black Mesa. Tja. Kommt man nicht hoch. Zu. Oh. Oh, Gordon. The Vortigern said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well... He earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle. Ich bin unterwegs schon zweimal gestorben. The possible exception of you. Dad, please. So, nu? Take a look at this, Gordon. Anu? Ah, ich kann damit rumspielen, wie schön. Alex, I thought you were on watch. The Vortigons relieved me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs. Ich frage mich, ob es eine Kombination gibt, wo irgendwas noch passiert. Ja, jetzt habe ich ausgemacht. No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time, as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. Zero-point gravity. Rah. Gravity gun. Neue gun, neue gun, neue gun. Give, give, need. Hunter item. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside.
You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It ja, dann wären wir jetzt alle tot, wenn sie das gewesen wäre, bestimmt. Ich bin doch hier der Held. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Okay, wo gehen wir denn hin? Come on. Du stehst doch rum. Befähige mich nicht so durch die Gegend. Gib mir lieber neues Spielzeug. Loading. Sehr schön. So, here we are. The scrapyard. This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Having fun, wahrscheinlich. Heavy lifting. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you've picked something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. Oh, haha. You can also pull stuff over from a distance. Try grabbing those barrels from that ledge up there. Barrels, ledge, ah, da oben. Au! So habe ich mir das nicht vorgestellt, aber okay. Hat nicht viel HP abgezogen. See if you can stack some stuff to climb up here. Wieso bist du eigentlich die, die einfach so klettern kann und ich muss jetzt hier so Krams zusammen suchen? So alt und gebrechlich bin ich doch noch gar nicht. Vorsicht vor dem Hunde. Na gut. Now let me call Dog. He loves to play fetch. Dog, come. Hi Dog. Good doggy. Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, Dog. Throw! Ist ein Motor drunter? Ist natürlich auch nicht schlecht. So, ich muss fangen. Das ist ja easy. Ja, fang doch mal. Fang doch mal zurück. Die Waschtrommel bewegt sich gerade. Ein Ball. Klasse Sache. Komm, den kriegen wir doch da oben mal rein, oder? Nein, noch nicht. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Nein, ist meiner. Thank you.
Ah! Das kann doch nicht sein. Da müsste jetzt mal bei mir bleiben. Ich muss das jetzt einmal schaffen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Achievement gibt, aber... Ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Doc, mein Ball. Ich brauche den nochmal eben. Langsam zweifle ich an mir selbst. Wer noch? Der lasst es in den Kommentaren. Oh oh. Ach nö. Oh nö. Aber. Och, Mist, dann halt nicht. Ich spring mal bei der Panik hier mit und renn mit weg. Eli hat, glaube ich, etwas gesagt von nicht durch Ravenholm. Ja, ich bin ein bisschen fetter. Doch, mach das noch ein bisschen weiter auf, dann passe ich doch durch. Hey! Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm Tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry! Dann halt doch nach Ravenholm. Alles klar. Tschüss, Dog. Gerade doch keinen Punkt geworfen. Ist ja schon etwas doof. Oh. Das ist ein neuer Zombie-Typ. Dann machen wir mal hoch. Eben Kamera Taschenlampe wieder aufladen lassen. So. Ravenholm. Hier gehen wir nicht mehr hin, sagt er. Okay. Nee, ich möchte nicht mit dir spielen. Okay, hier hängen auch Köder in der Gegend rum. Kann man mal machen. Ich hab's gedacht, er würde die Wand hier aufsprengen, aber dann halt nicht. Ja, das ist doch eine gute Idee. Das funktioniert sehr gut. Ratz. Jetzt zerteilen Zombies. Aber hinterher bleibt die
Ah, man kann sie damit töten. Hinterher bleibt die hier leider die Säge leider nicht in der Wand stecken. Nachdem sie durch einen Zombie durch ist. Ja. Kann ich auch werfen. Oh. Die wollte ich mir eigentlich später nochmal holen. Aber na gut, jetzt sind sie weg. Hier liegen noch ein paar Zombies rum. Wer war das denn? Ja, ich kann nicht ganz überrascht tun. Ich kenne die Story noch einigermaßen. Aber nicht genug, um zu erzählen. Das ist irgendwie... So, ups, das war... Naja. Ein Zombie-Schnitzler. Ein Stationärer. Sieht etwas schmerzgequält aus, das Gesicht. Wie viele, ob die komplett tot sind, die Unterliegenden, oder ob die noch was mitkriegen? Ja, der Körper ist auf, aber irgendwie muss er noch versorgt sein, sonst könnte er sich auch nicht bewegen. What? Who is this? Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Ein schöner Auftritt. So. Der Herr hat also die Grillsaison eingeleitet. Kann man ja schon mal machen. Ist ja schon gar nicht mehr so früh. Ja, komm. Hops. Weg mit euch. Also meine Fallen hat er sich hier einfallen lassen. Hier gibt es Strom, hier gibt es überall Gas. Oh. Ich frage mich, ob das ein Achievement gegeben hätte. Ist aber auch egal jetzt. Die ganze Stadt hier mit Gasfallen und allem möglichen Krams belegt. Da ist noch Strom drauf, das wollen wir erst loswerden. Sonst kommen wir da wohl nicht rüber. Da kann man oben drüber, das heißt wahrscheinlich müssen wir hier vorne rein und irgendwo weiter hoch. Habe ich gerade was übersehen? Hier nicht. Wie komme ich denn da sonst noch irgendwo rein? Geht's hier hinten irgendwie weiter? Nee. Hätte mich auch irritiert. Na, erstmal hier das Feuer aus. Nein. Ausmachen. So. Mal gucken, also hier geht's nicht hoch scheinbar.
Ich gucke mir gerade das Doppel hier an, das ist ja. Also ich glaube, wir müssen darüber halt irgendwie hier hoch. Oder kann man dann auch nirgends rein? Ich kann da oben einfach eine Granate mit reinwerfen. Auch geht einiges mit kaputt, aber nicht, dass das kaputt gehen soll. Man kriegt hier den Schlag, wie erwartet. Wo ging's denn hier weiter? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Oh, hier ist die Tür. Okay. Problem gelöst. So, gibt's hier oben noch einmal Schickes drauf? Nein. Dann wollen wir da lang. Es tut mir leid, ich werde jetzt die ganzen Schränke hier wegstellen müssen. Die hast du da mit Mühe und Not alle hingekarrt, aber wir wollen dich ja oben besuchen, ne? Ich hoffe, du hast Kuchen gebacken oder gekauft. Noch rüber, aber nichts machen. Alles klar. So. Drei Schüsse brauchen die lustigen Viecher. Jetzt haben wir das unten ausgemacht. Sehr gut. Den gekillt. Hier geht's auch nicht weiter. Aber wir wissen jetzt ja, wo wir draußen weiterkommen. Oh. Das erste Giftvieh, das kennen wir ja noch auch aus TDT. Ups. Jetzt sind wir vergiftet, haben noch einen HP, heilen uns aber langsam wieder hoch. Können auch ein bisschen nachhelfen, hier liegt ja noch Krams. So. Well done, brother. Make free use of my traps, but take care not to fall in them yourself. Behind you! Danke. In Ravenholm, you do well to be vigilant. So, und wo geht's jetzt weiter? Da kann man scheinbar auch noch drauf, aber da kommt man nicht rein, oder? Ah, okay. Dann ducken wir uns durchs Fenster. Was? Brennt. Brennt. Okay, komm. Problem gelöst. So, eine Falle. Ah, die wollen wir doch mal auslösen, wa? Ja, nur einen erwischt. Also im Schießen bin ich besser als im Fallen auslösen, das war schon mal festgestellt. Gucken, ob es da besser klappt. Ja, ihr müsst jetzt auch zu mir laufen. Na komm. Zwei haben wir, das war schon mal ein besserer Schnitt. Da wollen wir scheinbar auch da rein.
Wie kommen wir da rein? Versuchen wir es mal so rüber. Ist hier jetzt was drin? Oh ja, da. Sehr schön. 14 von 45. So. Hier wird es weitergehen. Oder auch nicht. Also hier da oben geht's weiter. Ah, okay. Oh, nochmal eben das Auto runterlassen. Es geht aber in beide Richtungen weiter. Nein! Runterfallen war nicht geplant. Dann gehen wir zuerst mal zurück und gucken, ob es da was Schickes gibt. Und dann gehen wir nach vorne. Oh, da konnte man scheinbar nicht drauf. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich dort gegen eine unsichtbare Wand gesprungen bin. Also sonst kann man da nirgends hin. Das bloß weitere Sniper-Ausguckwege für unseren anderen Freund, für den Mönch. Better and better. I am Father Grigori. You have already met my congregation. Er klingt überhaupt nicht krank. Aber irgendwie ist er einem auch sympathisch. Noch ein neues Viech. Au, oh, mir geht die Munition langsam aus. Rest, my child. Ich frage mich, wie seine Predigten aussehen. My bullets are the least of your concern. Balm for your affliction, child. Oh man. So, geht's hier noch irgendwo oben lang oder dürfen wir runterspringen? Ja, es geht auch oben lang. Hm. Nee, es geht nicht sonderlich weit oben lang. Das Haus ist aber auch sehr interessant gebaut, sagen wir mal. Aber wenn es nicht oben weitergeht, dann möchte ich doch unten weiter. Weil ich nicht weiß, wo es da gleich hingeht, nehme ich einfach mal Steine mit. Ah. Hier gibt es nochmal Munition und Health. Hat sich hier einer mal verbarrikadiert. War aber kein offizieller Lambda-Stützpunkt. Oder Unterstützungspunkt oder wie es auch immer gerade heißt. Nee. Hier geht's hoch. Hätte man auch das Dach da etwas anders machen können. So, unsere Zeit ist aber auch langsam schon wieder umgekommen und bevor ich mir die Gegend hier genauer angucke und mich eventuell noch mit dem Pater mal unterhalte, wünsche ich euch, wann auch immer ihr das guckt, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Danke fürs Zusehen. Morgen geht's weiter in Part Nummer 5. Und bis dahin. Tschüss.